Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Phasmophobia. Heute wieder dabei der gute Lasse, der Michael und unsere leider wieder Aushilfsziege Peacemaker. Ja, wenn nämlich die ganze Zeit verrecken lässt. Ist. Ich hab dich nicht verrecken gelassen, du bist einfach gestorben. Ja. Opferlamm. Die sogenannte Opferziege. Okay, Folge eines Geisterevents, EMF, wieder dreckiges Wasser, der gute Geist heißt Thomas Jackson und er mag diesmal auch gucken. Perfekt, das ist mal was Neues. Er ist grob aktiv. Gangbang so, ich hab EMF wieder und UV, glaube ich, dabei. Jo. Ich habe nur Temperatur mitgenommen, nice. Ohne Kamera. Hello, it's me. Gib uns mal Zeichen. Gib uns einen EMF-Ausschlag. Zeig mir, wo die Temperatur niedrig ist. Sparst du Strom? Bist du hier? Ich könnte zur Abwechslung mal das Burger-Rezept vorlesen. Ist bei der Geist sicher drüber. Ich hab den also erstens Burgerbrötchen. Ja, Burgerbrötchen fertig kaufen oder nach Rezept zubereiten. Dann Hackfleisch mit Salz und Pfeffer würzen und 2 Teelöffel Bourbon verfeinern und darin 2 Patties aus 130 Gramm Hackfleisch formen. Zwiebeln in Ringen, rote Paprika in Würfel schneiden, ein Stück Butter in der Pfanne erhitzen und die Zwiebeln und Paprika darin andünsten. Braunen Zucker und Salz zum Karamellisieren dazugeben. Gouda in einem Topf oder Pfanne langsam schmelzen lassen, die grüne Paprika in Würfel schneiden und mit Jalapenos verfeinern. Jalapenos oder Jalapenos? Flüssig wird. Burger Patties goldbraun grillen. Burgerbrötchen auf dem Grill leicht anrösten. Dann nachher die Burgerbrötchen mit Mayo bestreichen. Für die Hälfte mit viel Paprika-Mischung belegen. Darauf das Patty legen. Oben dann die Gouda-Soße und etwas Naht als Topping darauf. So, jetzt habe ich Hunger. Sehr geil an. Fand ich auch, also hört sich lecker an. Wurde gerade Küche ist ja hier, ne? Da fangen wir an. Wir bestellen. Genau. Wenn okay, wir noch also Rewe einkaufen gehen. So wirklich Temperatur habe ich hier nicht. Da habe ich Puls. Puls habe ich. Puls 180. Puls. Knochen finde ich auch keinen. Garage 13 Grad, aber das ist auch noch nichts. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Bist du im Keller? Nee, noch nix. Wir haben noch nichts gefunden. Hier Band, aber zum Waschbecken angegangen. Komm mal. Ich komme. Ja, hier schmutziges Wasser und hier bei 5. Wo ist das? Hier bei 5. Nein. Ja, hier haben wir auch nur 6 Grad, 9 Grad. Allerdings keine Fingerabdrücke. Aber ich EMF. Ich gehe mal noch Bubbles gucken. Geisterbubbles, Geisterbubbles. Im Moment sehe ich nix. Boah, ich hab mir voll ein Wort ausgerutscht. Sorry, hat man's gehört? Ich hab nix gehört. Gut, ich hab nicht so ein Wort gesagt. Du böser du, ich glaub, mir verfüllt in dich kleine Geist. Okay, alle Aufgaben haben wir erfüllt. Wir müssen nur noch rausfinden, was für Geist es ist. Ich hatte hier, da ist er. Ich hab keins. Was haben wir?
Ja, locker Pudel. Also wir haben Buch, wir haben EMF5 bisher. Gut, dann haben wir Revenant, Shade oder Oni. Oh, Revenant, ob bitte nicht. Box. Zeige dich. Erscheine. Uni. Okay, wir haben die Uni. Das heißt, das war heute einfach. Wir können kein Foto machen. Ja, ging. Er hat einfach wahrscheinlich auch viel Glück, dass du so freudig ja. warst. Es ist kein großes Haus und wir haben viel Glück gehabt. Und er zeigt sich die ganze Zeit. Haben wir Fotos gemacht? Nicht vom Geist, aber vom Rest, ja. Gut, dann würde ich sagen, Abmarsch, oder? Mhm. Können wir noch ein kleines Häuschen mitbringen? Was? Nochmal Asylum? Genau, jetzt nochmal Asylum auf Profi. Ja klar, dann suchen wir wieder alles ab und dann ist in der Haupthalle. Ja, 140 Bucks, das ist doch was. Und das ohne, dass jemand gestorben ist. Ja, mal wieder ist keiner gestorben. Sehr schön. Farmhaus Profi. Ausnahmsweise mal. Highschool Fortgeschritte. Tanglewood Street of Profi. Asylum für Anfänger. Und Farmhaus nochmal für Anfänger. Ich würde sagen Tanglewood Street, oder? Hatten wir gerade eben aber auch schon. Okay, dann haben wir Farmhaus. Ich möchte betonen, ich möchte nicht sterben diesmal. Ich habe nämlich viel reingeworfen. Wenn man stirbt, ist es halt wieder back to the roots, ne? Da gibt's wieder das Anfängerniveau. Ja, aber du, es macht ja auch Spaß mit wenig Material, wenn wir ehrlich sind. Ja, ja, das sowieso. Alle breit. Haben wir alles, was wir brauchen? Ich glaube, so viel kann ich eh nicht mehr mit dazu. BMF-Reader haben wir. Ah, ich schmeiße noch eine Kopfkamera mit rein, warte. Ja, Kopfkamera. Oh, ich habe noch eine. Habe ich die Kopfkamera von mir rein? Ja, Kopfkamera von mir habe ich rein. Nice. Gut, dann starten wir. Ein lecker Schmack auf Fatz. Ja, da bin ich mal gespannt. Das Farmhaus ist immer so ganz eklige Sache. Uah. Wird richtig interessant. Will wir nicht mehr allein? Ja! So, wir haben Folgendes. Finden Sie einen Beweis für unnatürliche Ereignisse im EMF-Reader? Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geisterevents werden, okay, wie Sie... James Garcia. Lassen Sie Geist... Gruppe als auch alleine, sehr schön, EMF, Events und Salz... Oh, ich habe Temperatur im Buch. Gut, dann nehme ich Taschenlampe, mein Head-Ding. Hat jemand den EMF-Reader schon dabei? Nein, ich hab Box. Dann nehme ich den jetzt mal und ich nehme noch eine Kamera mit. Ist nach oben? Oder ja. Ja, ich denke mal, ich gehe nach oben. Wenn es überhaupt eine zweite Etage gleich gibt. Zweite Etage. Jo. Ja, die Frage ist halt immer, ob ich sie gleich finde. Bist du hier? Der Knochen ist in der Küche. Ja, vielleicht hat er bloß was gegessen und hat die Reste liegen gelassen. Das hat ja nichts zu bedeuten, oder? Ich habe ihn auch gefunden. Und? Bist du hier? Okay, okay. Da kommen wir runter. Ihr müsst euch die Gruppe
große Küche mit dem Essbereich durch und dann direkt links. Ja, sehr schön. Ja, wenn sie erwachsen ist, ist es dann auch FSK 18 eigentlich? Bar. Bist du hier? Wie hast du die Frage beantwortet, Geist? Ich habe dir nicht mehr was gefragt. Ja, der hat mich gehört. Der Knochen ist da vorne auf dem Teppich. Ja, hier haben wir 5 Grad. Ah, da, auf dem Lappen. 5 Grad. Knochen ist hier. Ich ist der Fotomann. Der kommt ja doch schon. Das ist auch Michael, ist verlässt halt immer ein Apparat dabei. Schreib in das Buch. Yes, sir. Ist das jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, aber easy. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Close, hier, close. Behind. Bist du doof? Gib mir ein Zeichen. Hat gerade kurz Herzschlag. Ich hatte Kinderlachen. 2 EMF habe ich. Lach für mich. Schreib in das Buch. Gefriertemperatur. Ich habe Geisteratem. Er steht direkt vor mir, so hässlich. Nur seitenfähig. Was für ein Sack. Gut, eben F5 und Gefriertemperatur haben wir. Haben wir schon wieder alles. Super Geisterjäger. Geisterort. Oh, nice. Also Geisterorb haben wir jetzt und EMF5 war das? Ist es Chin? Auf jeden Fall. Genau, ich habe jetzt Box und Orb bisher. Ja, EMF-Ding hat ausgeschlagen. Also ich habe es jetzt nicht gesehen, ob es 5 war, aber ich tippe es mal. War es denn 5? Ja, ich habe es nicht genau gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das gehen wir nochmal rein und checken, ne? Ja, Buch habe ich auch noch hingeschmissen. Ist halt die Frau, ob er darauf reagiert hat. Ja, also definitiv Geisterorbs. Ich nehme nur noch Ding mit, die andere Lampe. Wenn es eine Engine ist, sollten wir Strom aufmachen. Ach was, da macht er doch nichts. Wir haben auf jeden Fall Wasser. Oh cool, müssen wir dann nur noch fotografieren. Gehen wir auf 3. Aber jetzt Freezing, oder? Ja. Gefriertemperatur habe ich doch vorhin gesagt. Gefriertemperatur habe ich vorhin gesagt. Gut. Dann haben wir alles. Jo. Eine Mare! Das ist doch cool. Töte mich. Ist aber auch wirklich immer so. Liebreiz. Schade, das hat nicht geklappt. Puppe, was geht? Okay, so ist es auch durch. Dann können wir euch abfahren. Ja, da hätte man alles. Da hätte man schon 2 Häuser. Ey, das ist ja schon Profi-Status. Sagte er und starb in den nächsten Auftrag. Nächster wieder Asylum, auf geht's. Geld. Sehr schön, Geld. Money. So, jetzt wir haben... Money.
Ja, wir machen einfach jetzt Asylum auf Profi und nur Lord Demon geht rein. Ja. Gute Idee. Ich bin absolut dabei. Also, Oder wir spielen nur mit UV-Licht und Knicklichter. Wir haben Farmhouse auf einfach, wir haben Tanglewood Street auf einfach und wir haben die Highschool auf Fortgeschritte. Dann hast du deine Antwort. Ja, aber ich wollte euch bloß das schon mal mitteilen. So. Alles gut. Also wie gesagt, die Challenge accepted oder nicht? In der letzten Runde oder so. Ja, nee, mach mal die nächste Runde, weil jetzt haben wir noch 15, ich meine, 15 Minuten und. Na, ich meine ja so in der letzten Runde von wegen vor beenden und so weiter. Alles. Mhm. Wie halt letzte Woche. Fun-Runde. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ich bin Knickle. So, jetzt haben wir erstmal nochmal die Highschool of Fortgeschritte. Habe ich schon auf breit gedrückt? Hm. Du warst breit. Also nicht schmal, sondern breit. Adult. Da sind wir alle. Oh la la, Asylum. So, wir haben die Schule. Wir brauchen das Salz, ein Waschbecken, ein Räucherstäbchen. Und ach so, ja, der Gute heißt Joseph Jones. Mr. Jones. Dojo. Haben wir nur einen Thermometer? Das glaube ich ja. Ja. Reagiert auf Gruppen und alleine. Mein Thermometer. Ich nehme mal EMF und Fotoapparat mit. Brauchen wir Fotoapparat? Ja. Also brauchen wir sowieso, aber auch für die Challenges. Ich glaube. Haben wir ein Feuerzeug? Ja, gut. So, ich habe einmal Thermometer rausgepackt. Ja, das einzige Ding, das wir haben. Joseph Jones, wo bist du? Nicht in den Eimer kotzen, bitte. So, ich würde sagen, wir teilen uns auf. Mhm. Alle, die full pigmentiert sind, gehen jetzt nach rechts und alle, die im letzten Ende links. Na klar, die Opfer starten zuerst. Hey, da müsste ich auch noch rechts gehen. Und Halle wäre mo geil, wenn die dort drin wären. Als ob ich jetzt keine Taschenlampe. Ey, UGG, Alter. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Joseph Jones, wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Joseph Jones. Gib uns ein Zeichen. Wow. Gib uns ein Zeichen. Also irgendwie will er nicht auftauchen. Aber okay, bei 15 Grad ist ja nicht wirklich wild. Bist du hier? 13, 14 Grad. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. 17 Grad. Gib uns ein Zeichen. 15 Grad. Bist du hier?
Gib uns ein Zeichen. Bestell Pizza. Nö, der hört nicht auf mich. Houston, ich habe meine Taschenlampe verloren. Houston, wir haben ein Problem. Egal, meine Taschen haben verregelt irgendwie. Ach, vielleicht haben wir auch einen zu wenig drauf, das kann auch sein. Ah, es könnte sein, dass... Ach, egal, besser. Telefon. Telefon. Bist du hier? Okay, bei mir ist kein Telefon, wo ist das? Ich bin nach links gegangen. Also, ich denke... Link... Gib mir weiterhin ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Biba Butzemann. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Hallo, bist du hier? Joseph Jones. Bist du hier? Also ich habe jetzt hier alles abgesucht, aber ich habe jetzt hier nichts gesehen. Gib uns ein Zeichen. Ich habe geklingelt. Da war wieder das Telefon. Ja? Also ich hab's nicht gehört diesmal. Ich auch nicht. Okay. Vielleicht nach oben? Ja, würde ich auch sagen, mit dem nach oben. Step by step. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Hier 13, 14 Grad. Joseph Jones. Oh, hier minus 8 Grad war eben kurz. Bist du hier? Okay. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Lass das hier rumklingeln. Also Gefriertemperatur. Bist du hier? Ja, jetzt ist es wieder normal. Also eben war es kurz vor. Ja, aber jetzt sag mal. So ja, dann ist es schon mal gefrier. Ja, das reicht ja schon. Ja, mal gucken, vielleicht sind wir nicht nah genug, also. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? It is freezing. Bist du hier? Bist du hier? Ein Zeichen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen, lieber Geist. Du bist fein, lieber Geist. Ja, gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Und töte uns bitte nicht, Hinterlistig. Gib uns ein Zeichen. Klingelingeling. Das Telefon klingelt nicht. Bananafon. Ling. Bananafon. Aber das Freezing ist es nicht in den Räumen hier. Nee, es war auch nur kurz auf minus 9 und dann ist es hochgesprungen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Nur ein kleines Zeichen. Ja, kein großes Zeichen. Ruf mich an. Hast du das Telefon wieder gehört? Alle noch am Leben? Okay, oben? Ja, ich hab ganz...
Aber ich sehe halt nichts mit der kleinen Taschenlampe, deswegen keine Ahnung. Es kann sein, dass er hier irgendwo gerade war. Wo bist du genau? Ich hab den Raum. Hier, hinten? Hier. Ja, jetzt freezing auf jeden Fall. Ich hab ja freezing. 12 Grad, jo. Minus 11 Grad, ja, hier ist freezing. Jo, ich setz gleich Kamera. Goldbox liegt drin. Ah, Quatsch, ich menschliche Buch, so rum. Also, Gefriertemperatur, Klammer eintippe. Schreib ins Buch. Verdammt, okay. Mhm. 2 EMF. Schreib ins Klassenbuch. Ja, da. Klingelingeling, das Telefon klingelt. Alle noch am Leben? Tja, easy. Okay, ich gehe mal Kamera hole. Für Geisterorbs. Jetzt Kamera hab ich da. Achso, meinst du mich die Kamera? Ja. Ich gehe mal Normali holen und Annie mit Stativ. Geister zu Geister ist damit gezählt. Nein. Lasse, bist du auch noch da? Hallo? Lasse? Achso, da bist du ja. Ja? Ja, ich höre kein Globe wieder, Ja, ich hab's gerade gemerkt. Ich wollte jetzt schon Kamera hole für den Raum rennen. Ich hab schon eine Hand. Wir haben keine Aufgabe, die ich zumindest was schon. Ja, wir brauchen Salz, das nehme ich gleich mal mit. Ja, ich hab UV und Kamera dabei. Das Problem ist, ich kann Räucherstäbchen nicht mitnehmen. Sprachbox kann ich schon noch mitnehmen, das war's. Sprachbox ist drin. Ah, Sprachbox ist drin. Okay, dann brauchen wir bloß noch einer. Dann brauche ich nur noch einer, wo Räucherstäbchen und Feuerzeug mitnimmt. Ja, mein Inventar ist voll. Geisterbubbel? Und da steht nichts Nettes drin, also ich komme. Ah, Geisterbubbel, sagt er. Das Buch ist immer okay. So, Buch. Wie viel Buch haben wir dann, ne? Dämon Yurai. Ohne Jagd. Ohne Jagd. Ne, die kämpft, vielleicht sehen wir was. Ja, die ist die Stairs runtergegangen, scheiße. Und an den Stairs. Ne, sind die falschen. Hier war gerade zu sehen, Stairs. Mhm. Okay, Salz, also kannst du jetzt nur Yurai oder Dämon sind. Das brauchen wir. Ich lebe noch hier. Ja, das ist gut, dass du noch lebst. Also gut, gut, dass du noch lebst. Ob oder Box. Also meine Aufgaben sind erledigt. Was mit euren? Easy.
Feigling. Was? Ich war am nächsten. Hab ein Bild vom Buch gehört, hab ein Bild vom Feld, hab ein Bild vom Köpfen und. Also, ich höre die ganze Zeit immer nur ich. Ich mache hier alles. Ja, ja. Also, ja, wir müssen auch Wasser fotografieren und halt die ganzen Nebenaufgaben noch. Warte, müssen wir jetzt not da. Euer Schwert ist kein Global Pub. Ist jemand Räucherstäbchen und Feuerzeug? Ich hab Räucherstäbchen, aber kein Feuerzeug. Ja gut, dann nehme ich Feuerzeug mit und ja. Dämon oder Jupp? Genau. Oh Mann, bist du hässlich. Hände dann hinten. Okay, der Geist ist gerade sehr planlos rumgelaufen. Der sucht uns wahrscheinlich auch. Alles soweit noch. Obwohl, ich glaube, Lord Dim hat es zerlegt, oder? Ja, Lord Dim. Und? Hey, das ist ja. Das ist so böse. Oh, er jagt wieder. Wo ist er denn? Ah, da kommt er. Du bist so hässlich, du kennst fast schon modernes Kunstwerk sind. Was suchst du jetzt schon wieder in dem Raum da? Da bin doch nur ich gestorben, da ist keine. Ja, und jetzt lösch dich gleich wieder auf. Nee, nicht die Treppe runter. Da hoch, da hin, da sind sie drin. Das wird echt sein, ich glaube, du hörst dich ja auch durch. Ja, wir müssen erklären. Ich komme jetzt zu euch. Ich bringe Pillen. Ja, wir wollten gerade Pillen holen. Ich habe die Räucherstäbchen in den Raum gelegt. Nee, ich komme jetzt, lassen da noch angezündet werden. Ja, ich habe Feuerzeug. Okay, nein. Ich höre die ganze Zeit, dass im Funke gequatscht wird, aber ich höre den Funken nicht. Ich liebe das. Ja, genau. Also wir, Na, fuck. Er kommt jetzt rein. Und bringt Feuerzeug mit, dass wir die Räucherstäbchen ablegen können. Ja, komm hier. Bitte zu der Tür. Nein, ja, geh nicht zu. Ich hab halt keinen Doppel. Das ist echt super. Ui, buh. Das ist deines Tod, ne? Ja, genau. Weißt du, wo seine Leiche war? Oder wo er überhaupt war, bevor er getötet wurde? Nee, ich war draußen. Wusste ich, was da drin ist. Ich bin alleine rein. Haben wir eigentlich die Geisterop schon gesehen?
Nee, ich glaube nicht. Wo seid ihr? Uns geht's gut? In dem Raum nahe des... Ja, genau. Na, dankeschön. Das ist nett. Wen? Da sind noch... Oh. Da wirft jemand Büchern. Was ist denn laut? Mhm. Ich hab wieder ein Buch genommen. Hier kriegst du ein Buch wieder, Schenke. Ah. Ich sehe nichts. Hier. Wir müssen noch hin. Jack. Ist jetzt aus dem Raum gespawnt. Der kommt doch sowieso nicht bis hier runter. Was scheißen die eigentlich in die Hose? Das spawnt doch sowieso nur da oben. Was ist los, hä? Du hässlicher Vogel, da nimmst Buch, zack, kannst du was lernen. Oh, der läuft aber diesmal richtig straight zu deiner hier. Hey. Macht's halt auch nochmal spannender dann. Easy, ja, ne? So. Am Ende hin. Ja, das stimmt. Ihr wollt immer nach oben, ne? Hm? Ja. Räucherstäbchen noch machen. Easy. Ja, ja. Räucherstäbchen und ich glaube Salz brauchen wir auch noch. Und halt ein Foto vom Wasser. Also Salz war unten keins mehr. Und ich weiß nicht, ob Primo Salz mit hatte. Hatte er, glaube ich. Ich weiß aber nicht, wo er gestorben ist. Ja, laut Demon, wenn du hier bist, nimm das grüne Buch und führ mich zu deinem... toll. Jack. Und die haben Zeit, das nämlich finden. Ich will noch ein Buch aufnehmen, ey. Es sind so viele Sachen, aber ich kann nichts aufnehmen. Es ist doch dumm. Ich habe noch die gefunden. Und habe Salz mitgenommen. Und? Wer hat's gefunden? Ja, da in dem nebendran ist er. Salz habe ich auch da. Hallo. Hallo. Alter, der sieht echt aus wie so. Der wär mich eigentlich selbst aus. Warum auch nicht? Ja, weiß nicht. Und tschüss. Och Mann! Hallo Peacemaker! Hey, ja. Und dann noch genau neben mir. Ja, bei mir ist doch alles weg. Ja, du bist hier gestorben. Ich hab's echt gemütlich. Jetzt müsst ihr gerade nochmal kommen und Lasse holen. Das ist auch eine Idee, ja. So knapp. Liegen beide gleich drauf. Der Dämon, wie ich mir es gedacht hat. Erster Box. Ausgeräuchert ist von mich. Ey, ich bin über Club. Ich bin über Club, den befürchte ich nicht. Sorry, Erster Box ist. Ja, das war echt, ich glaube, ich bin in jedem zweiten oder dritten Auftrag draufgegangen. Das war keine gute Runde heute. Nicht wirklich. Ja. Beeil dich, sonst lassen sie uns zurück. Go, go. Demon! Also Demon. Ja, it's Lord Demon himself. Lord Demon himself. Naja, machen eigentlich nur lustig über mich. Ich muss euch definitiv das Spiel wieder neu starten. Ich hab schon kein Global, das bringt mir so viel Nerven. Ah, RIP, Alter.
Und keine Ahnung warum. Ich verstehe aber auch nicht, warum ich die Finger nämlich sehe, weißt du? Ja, so, wie gesagt, vielleicht haben die es ja wirklich rausgepatcht. Weil du ja meintest, da hätte sich jemand beschwert drüber. Nee, das war Lasse. Also ich sehe halt so ein bisschen. Ach, okay, Salz wurde ja. Aber Salz ist drin. Also ist es definitiv da. Also, ja, ich wir müssen weiß. Halt nur eins stemmen. Ich habe die Box schon extra nochmal aufgehoben und die war leer. Mehr Salz ist ja nicht. Ist kein ja, Salz, hab ich gelegt. Also nur Tafelsalz. Hm, mehr Salz. Das war Fahnen drauf geschissen. Dann haben die anderen beide noch. Ja, stimmt. Hast du Dämon drin, Pisi? Ja, ich hab. Hast du Dämon drin, Pisi? Jo. Was? Danke. Und doch noch 262 bekommen. Wow. Hey, $37. Bin verstanden. Ja. Ja. So, aber ich werde jetzt die Aufnahme beenden. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Ihr Hochmann hat alle gut viel Spaß gehabt. Haut rein, genießt den Tag und tschüss.